So wie gestern, nur ein bisschen mehr. Aber ist dir nicht heute etwas sehr Schönes passiert, Ia? Nein, ist es nicht. Warum denn auch? Tut es doch nie. Du meinst, du hast gar nichts bekommen, Ia? Überhaupt nichts? Das, was ich immer bekomme, gar nichts. Also, wir sehen uns. Du, meine Güte, Ia hat keinen Valentinsgruß. Was machen wir denn da? Armer Ia. Ach, herrje, jeder braucht doch einen Valentinsgruß. Irgendjemand schrieb dir ziemlich lieb, sei mein Freund, ich denk an dich. Du fragst dich, wer es wohl war. Mach's auf und schon wird's dir klar. Jemand, der dich mag, sagt zum Valentinstag, sei so lieb, denk auch an mich. Also bitte sprich und sag mir doch. Denk an mich, la 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 la, Valentinstag, wer denkt an mich? Jeder fragt sich ganz still für sich. Zum Valentinstag, wer denkt an mich? Valentinstag, wer denkt an mich? Also schreiben wir dem Freund von hier, ja, wir denken gern an dich. Hier eine tolle Idee, Wärterchen. Herzzigerliche Valentinsgrüße für Ia. Nun sag mir, la 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 Valentinstag, wer denkt an mich? Denkst du auch so gern an mich? Okay, alle mal herhören. Wir müssen Ia ein Valentinsgeschenk machen, das ihm zeigt, wie sehr wir ihn mögen. Wenn er merkt, dass er als Einziger kein Geschenk zum Valentinstag bekommen hat, wird er noch betrübter. Und wenn er noch betrübter wird, tritt er bald auf seine Ohren. Und was für ein Geschenk macht man einem Esel, der die meiste Zeit damit beschäftigt ist, Disteln zu fressen und sein Haus aus Stöcken wieder aufzubauen? Pralinen sind doch ein gutes Geschenk zum Valentinstag. Und Ia mag Disteln. Also wie wär's, wenn wir ihm Disteln mit Schokoladenüberzug schenken? Was für eine originelle Idee! Oh, wunderbar, Kästchen! Hervorragend! Und ich habe noch eine ausgezeichnete Idee. Man sagt doch, wenn man jemanden gern hat, soll man es ihm mit Blumen sagen. Ja, wir schmücken sein ganzes Stockhaus mit Blumen und Veilchen und so weiter. Und wir reparieren sein Haus auch. Dann kann er da immer sein Nickerchen halten. Dann wollen wir mal loslegen. Kommt mit, Freunde! Ja, 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 mit Staunen! Ein Festessen für ihn. Hervorragend. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Das erinnert mich daran, wie ich einmal auf einer Expedition im tiefen Dschungel... Heißt ja. Alles Gute zum Valentinstag. Hallo. Wisst ihr, wer dieses klebrige Zeug an meinem Schlafplatz stehen lassen hat? Oh, keine Ahnung. Ich fürchte, nein, ich weiß es nicht. So, da fällt wie immer. Ich kann's kaum mehr erwarten, wie er von der Freude übergewältigt wird und nicht mehr aufhört, uns zu danken, uns zu umarmen und uns zu küssen und uns... Ach, was will ich denn da? Psst, Tiger, da kommt er. Jetzt werden wir sehen, wie er sich freut. Ja? Hallo, ich würde gern mit euch plaudern, aber ich, ouch, bin anderweitig gebunden, falls ihr versteht. Und diese Rosen, gegen die bin ich allergisch schon immer. Und diese, ouch, Dornen, wer kommt bloß auf sowas? Eine schwierige Frage, du glaubst doch nicht ich.
Das ist gründlich daneben gegangen. Wir haben IA noch unglücklicher gemacht. Was gar nicht so einfach war. Er war am Anfang schon so unglücklich. Hey, Ferculino, wenn du mit Denken fertig bist, bräuchten wir deine Hilfe. Ich weiß nicht, Tigger. Ich würde IA einfach nur gern umarmen, damit er sich besser fühlt. Genialisch! Wir umarmen ihn mit allen Armen. Das wird eine super Umarmung. Wir umarmen ihn so, dass er nie wieder umarmt werden will. Umarmen ist das ja alles. Aber ich hab doch nur gemeint. Ich hab noch nie eine Distel am Band gesehen. Ist was völlig Neues. Wer hätte das gedacht? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich das bereuen werde? Auf zum Umarmen! Halt! Würdet ihr damit aufhören? Mir reicht es. Ich kann kein Nickerchen halten, ohne irgendwo festzukleben. Ich bin gegen mein eigenes Haus allergisch. Ich werde von Dornen zerstochen. Und nun dies. Aber IA, wir wollten dir doch nur ein Geschenk zum Valentinstag machen. Wir haben alle eins bekommen. Meins war Honig. Schön, dass sie euch gefallen. Hab nur nicht geahnt, dass sie so viel Schwierigkeiten machen. Ich sag euch ja nicht so oft, wie gern ich euch mag. Deswegen dachte ich, Valentinsgeschenke wären nett. Mit ihnen kann man das ohne Worte zum Ausdruck bringen. Ja, und die Valentinsgeschenke sind wirklich sehr passend. Das heißt, warum ist meins denn so groß? Weil du so ein großes Herz hast. Für so ein kleines Tier. Oh, Ia, aber du hast doch auch so ein großes Herz. Darf ich dich umarmen? Oh, vielen Dank. Ungewöhnlicher Moment. Und so endete der wunderbarste, ganz besondere Valentinstag im 100-Morgen-Wald. Und alles wegen eines ganz besonderen, betrübten Esels namens IA. Es war ein wundervoller Morgen im 100-Morgen-Wald und alle waren sehr zufrieden. Tigger war vom vielen Springen schon ganz benommen. Ich könnte keinen einzigen Sprung mehr springen, selbst wenn ich noch einen Sprung springen müsste. Und Cassie schwebte hoch oben über dem Wald. Und Ferkel, nun, Ferkel hatte seinen Frühjahrsputz beendet und freute sich über sein blitzblankes Haus. Und Eule hatte überraschenderweise nichts zu sagen. Und das sorgte bei Rabbit überraschenderweise für äußerst gute Laune. Oh ja. Und an diesem Tag hatte unser lieber Freund Winnie Pooh gerade genug Honig gegessen. Kein Rumpeln mehr. Und IA hielt an diesem Tag ein gemütliches Nickerchen. Du liebe Güte, also das ist mir ja noch nie passiert. Entschuldigung, Herr Erzähler, aber ist alles in Ordnung? Nun ja, tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe, mein Eselfreund. Aber ich habe die große Befürchtung, dass wir heute im 100-Morgen-Wald keine Geschichte haben, weil ihr alle nichts macht. Keine Geschichte? Typisch. Bestimmt meine Schuld. Tut mir leid, was immer ich nicht getan habe. Habt ihr das gehört? Wie ist denn das? Nun, wie es aussieht, ja. Wisst ihr, eine Geschichte ist etwas, in der etwas passiert und die spannend ist und die einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat. Und wie ihr wisst, handeln alle Geschichten, die ich vorlese, von euch. Aber heute scheint es keine zu geben. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen, Herr Erzähler. Wir können die Zuschauer doch nicht alle enttäuschen. Sie erwarten, dass irgendwas passiert. Okay, Köpfe zusammen zum Kriegsrat. Dann kriegen wir doch eine Geschichte.
Danke, Lenze. Na los, Schlappohr, erzähl ihm den Plan. Herr Erzähler, wie wär's, wenn du, nun ja, du könntest dir doch etwas ausdenken. Und wir machen dann, was du sagst. Und ehe wir uns versehen, haben wir eine Geschichte. Nun, tja, also, ich denke, ich könnte es mal probieren. Wunderbar. Auf diese Weise kommen wir bestimmt zu einer schönen Geschichte. Wir wären dann soweit, Herr Erzähler. Oh ja, natürlich. Es war ein wunderbarer Morgen im Hundertmorgenwald und alle machten, irgendetwas. Puel, was macht er denn mal? Puel hüpfte herum, genau, er hüpfte herum. Autsch. Tigger naschte etwas Honig. Ich hab diesen Kleister noch nie gemocht. Cassie war mit Gartenarbeit beschäftigt. Und Eule war verwirrt darüber, eine Eule von sehr geringem Verstand zu sein. Also wirklich? Du musst dabei an jemand anderen denken. Vielleicht ist ja doch etwas daran. Währenddessen startete IA zu einem Flug über den Hundertmorgenwald. Und fertig. Hey! Wieso, was ist denn? Ich befürchte, du lässt mich irgendwas machen, das ich nie tue. Ferkel hat recht. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja, hier hört man alles völlig recht. So funktioniert das nicht, oder? Das kannst du noch lauter sagen. Ich weiß nicht, aus welchem Buch du das hast, aber seit wann essen Tiger Honig? Und mein Großonkel Waldo hätte nie hören dürfen, dass du von einer Eule von sehr geringem Verstand redest. Und Rabbit ist es, der Gartenarbeit mag. Richtig. Man könnte sagen, dass wir das sind, was wir tun. Und wenn wir nicht tun, was wir tun, dann ist es auch nicht Winnie Poohs Bilderbuch. Es ist ja bekannt, Honig liebe ich. Ob man Honig mag, entscheidet jeder selbst für sich. Er ist die Welt für mich. Denn ich bin Winnie der Pooh. Ich mag das, was ich mag. Ich tu, was ich tu. Für mich ist Gärtnern schön, für manch anderen fürchterlich. Springen ist nicht alles, nein, aber alles ist für mich. Wir sind, wie wir sind. Alle wissen nun, was uns gut gefällt und was wir denn tun. Ich geh. Mein Mundwerk kann nicht ruhen. Übrigens habe ich die Geschichte erzählt. Verstehe. Na, wir tun das, was wir tun. Wir tun, was wir tun. Ich glaube fest, auch euch liegt was im Blut, denn ihr seid, wie ihr seid, und tut das, was ihr tut. Macht ihr etwas gern, braucht ihr nur etwas Mut, macht eure Sache gut, und tut das, was ihr tut, tut das, was ihr tut. Also gut, Herr Erzähler, am besten fangen wir noch mal ganz von vorne an. Und halte ich jetzt mehr an das, was wir wirklich sind. Claro, ich glaube, ich hab's verstanden. Oh ja, es war ein wunderbarer Morgen im Hundertmorgenwald und Eule erzählte eine Geschichte über seinen Großonkel Waldo. Und so öffnete mein Großonkel Waldo die Kiste und das kostbare Gefäß kam zum Vorschein. Und siehe da, es war der heilige Gral. Augenblicklich bekam er es mit der Angst zu tun. Du liebe Güte. Zur gleichen Zeit beobachteten Tigger und Ferkel eine Biene, die vor ihrer Nase herumsummte. Als plötzlich drei Äpfel vom Himmel fielen. Und bevor man sich versah, jonglierte Tigger mit ihnen.
Ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Sehr gut, Tigger. Eine tolle Geschichte. Und dann war da noch Ia, der, naja, ein Nickerchen hielt. Manche Dinge ändern sich nie. Und Winnie Pooh war natürlich... Nanu, wo ist Pooh denn? Wo ist denn Pooh? Schnell, kommt mit! Pooh braucht unsere Hilfe, ihr steckt fest! Die Spannung steigt! Okay, Freunde, los geht's! Allmählich wird die Sache rund. Ja! Sehr rund sogar! Wie ist denn das passiert, Pooh? Ich wollte etwas ganz Spannendes machen, um die Geschichte voranzubringen. Aber dann dachte ich, dass ein Häppchen Honig auch nicht schlecht wäre. Und was ist dann passiert, Pooh? Ich wollte gerade meine Pfote in den Bienenstock stecken, als mir ein Apfel auf den Kopf fiel und ich hineinplumpste. Na los, erzähl mal, was da geschehen ist. Nun... Pooh steckt fest und ihr müsst ihm helfen, da wieder rauszukommen. Wir erweisen ihm den Bärendienst. Ja, wir werden ihn alle mit vereinten Kräften befreien. Keine Angst, Pooh! Unter der Führung von Rabbit taten sich unsere getreuen Freunde zusammen, um dem armen Pooh zu helfen. Natürlich. So, die Rettungsaktion Pooh kann beginnen. Cassie und Eule scheuchten die Bienen weg. Und Tigger kletterte auf Ias Rücken. So, jetzt schön standhaft, mein Eselsohr. Kümmere dich nicht um mich. Ich stehe hier, bis ich zusammenbreche. Ein Ruck genügte. Und Pooh flog im hohen Bogen raus. Sei nicht zu schnell, Pooh. Und Ferkel fing ihn auf. Toll gefangen. Ui. Wie man's nimmt. Ferkel. Ferkel. Wo ist Ferkel denn hin? Alles in allem machten alle das, was sie am besten konnten. Sie halfen einander, jeder nach seinen besten Möglichkeiten. Na, war das keine spannende Geschichte? Was meint ihr? Das war also die Geschichte des Tages, an dem es beinahe keine Geschichte gab. Doch unser einfallsreicher Herr Erzähler hat den Tag gerettet. Oh, ich danke dir, Pooh. Wir haben dir zu danken. Genau, richtig. Ja. Es ist soweit, das Buch ist zu. Unsere Zeit verflog im Nu. Wir sagen Tschüss, bis wir uns wiedersehen. Und tolle neue Abenteuer überstehen. Ihr werdet sehen, das wäre schön. Nun ziehen wir los, doch nicht zu weit. Bald schaut ihr uns wieder zu. Den Berg hinauf und hoch auf einem Baum. Bis irgendwer euch auffängt. Wie aus einem Traum. Also tschüss, vielen Dank für den Besuch. Wollt ihr uns wiedersehen, dann schaut in Winnie Pooh.